Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu The Closing Shift. Da wartet ja jemand vor der Tür auf uns, aber da wir eh immer zu spät sind, schauen wir erstmal hier kurz nach, ob wir nicht irgendwas in der Wohnung noch haben, irgendwas von Interesse. Haben wir immer noch das Foto? Wir haben das Foto jetzt auch nicht mehr. Das ist gut, das war nämlich ein bisschen nervig. Schon wieder gruseliger. Woher weiß er denn, wo wir wohnen? Ich kenne sie am besten. Vielleicht nicht so gut wie deine Mutter und dein Vater. Aber schon bald werde ich die Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben. Wir hätten das Handy nicht aufheben sollen. Ich wusste, sie fühlte genauso wie ich es tat. Wir sind verliebt. Heute ist unser Jahrestag. Hallo? Das war vor 4 Tagen. Das kann kein Jahrestag sein. Nein, warten wir noch. Wie soll das denn bitteschön ein Jahrestag sein? Gott, vor allem Wohnung verlassen. Kommen wir da raus, wenn wir das Handy am Anfang gar nicht aufheben? Oh, schön, es hat ja geschneit. Vielleicht ist doch schon länger Zeit vergangen. Aber ein Jahr bestimmt noch nicht. Hallo? Kommt jetzt hier jemand angerauscht? Und wie lang stehen die Stühle hier? Die Leute, die da hinten wohnen, die haben ja Brettschiss. Ja. Gut. Oh, es ist gerade sehr dunkel hier. Ich hoffe, ihr seht noch etwas. Aber wir gehen ja eh gleich zur Arbeit. Hier passiert ja meist nicht ganz so viel. Ist irgendwo Vollmond? Sieht das richtig schön nach Vollmond aus. Und da ist auch der Transporter wieder. Zur Arbeit fahren. Nein, mein Auto ist kaputt. Das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Nein. Und da fährt auch dieser komische Typ mit. Ja, Bus. Ich darf ihn nicht verpassen. Jetzt kommen wir aber auch endlich mal hier lang. Bus. Das erkenne ich. Wie kommen wir denn? Wie fahren wir denn mit dem Auto bitteschön immer dorthin? Geht das denn? War doch nicht hier lang, oder? Ach, das sieht so... Ich muss einmal gucken. Da ist aber nichts. So. Das ist die Busstation? Wirklich? Wann kommt denn der nächste Bus? Später. Ich laufe dem Bus entgegen. Nein. Das funktioniert nicht. Dann warten wir auf den Bus. Dann haben wir vielleicht ein kleines Buch mit. Und sitzen jetzt im Bus. Das erinnert mich ein wenig an Bloodwash. Ach komm, ein bisschen schneller, Opa. Das war jetzt sehr schnell. Warum habe ich einen Herzschlag? Kommt da. Ist da jemand? Warum guckst du uns? Hallo! Mach doch ein Foto, dann hast du länger was davon. Obwohl, lieber nicht. Muss ich hier aussteigen? Muss ich hier raus? Ich glaube ja. Ah. Nein, es ist die falsche Station. Nein. Oh, was ist das? Eine Alarmanlage? Und wo ist Senpai? Hier ist sein Auto gar nicht. Das ist doch unser Auto. Was macht denn mein... Was? Das ist, ich sag doch, selbstfahrende Fahrzeuge.
Halt! Ich stak in der Tür fest. Da kommt auch nie jemand rein. Wer weiß, wie viel Müll da schon steht. Senpai? Wo ist denn Senpai? Senpai? Hallo? Bist du auf dem Klo? Was? Mach du mal dein Geschäft zu Ende, dann komm bitte raus, dann können wir uns unterhalten. Ich unterhalte mich doch nicht mit dir, während du auf dem Klo sitzt. Hallo? Senpai? Senpai? Diese Seite an dir kannte ich ja noch gar nicht. Du hast mich doch wohl gesehen, Gott! Scheiße, hast du mich erschrocken. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf der Toilette bin. Gott verdammt, du hast mich doch angeschaut. Mach dich an die Arbeit, und das ist der Transporter schon wieder. Im Lüftungsschacht? Wo? Mein Auto! Warum fährt denn mein Auto von allein? Nein! Fahr nicht weg! Du musst mich nach Hause bringen! Stopp, warte! Oh Gott, was ist hier denn los? Oh, oder war das Nein! Oder Senpai? Warum fährt Senpai mit meinem scheiß Auto? Und nein, wir haben sogar einen Drive-In-Kunden! Hi! Du musst aber hier vorne bestellen! Oh, schön! So, wir haben wieder eingesperrt. Mach mal den Motor bitte aus. Für die Umwelt, mach den Motor bitte aus. Karamell, Karamell und American Coffee. Die waren hier, glaube ich. Davon will er 2 Stück haben. So, und dann Karamell Macchiato. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamell. Kaffee. Na, jetzt ist falscher. Ach, scheiße. Nein, ich brauche nochmal eine Milchpackung. Milchpackung. Da ist gleich parallel. So, kann ich die beide platzieren? Nein, immer nur einen. Dann Milch. Karamell und Karamell. Und dann aufgeschäumte Milch, Karamell und Karamell. Genau. So, bap. Deckel Nummer 1. Deckelhammer. Becher. Deckel und fertig. Bitteschön. Lernen Sie uns bald wieder. Durchs geschlossene Fenster. Und du, was da sitzt, hallo? Möchtest du nicht auch vielleicht was bestellen? Hallo? Ich habe keine Bestellung von dir. Seid ihr verabredet? Ist das ein Date? Ich hätte gern einen Matcha Latte und eine von diesen Waffeln nehme ich auch. Wie groß bist du denn? Ein Matcha Latte und eine Waffel. Genau. Der Matcha Latte und die Waffel hier sind köstlich. Die beiden nehme ich immer. Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Nein, ich danke Ihnen dafür, dass Sie es anbieten. Mein Sohn mag sie auch. Sie sind allein. Ich gebe Ihnen das hier, wenn Sie möchten. Dieses Rosenkranzarbeiten soll das Böse abhalten. Sie sollten es behalten. Ich habe es von einer Werbesendung im Fernsehen gekauft. Sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Können Sie das glauben für 9.900 Yen? Das klingt viel. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich habe davon sowieso eine ganze Menge. Wie viel Geld hast du denn, bitteschön? Heutzutage kann man kinderleicht alles mit dem Handy kaufen. Echt praktisch. Nur ein paar Knopfdrücke entfernt. Was? Danke. Wir nehmen das einfach mal mit.
Die will bestimmt amerikanische Waffeln, oder? Ja. Die amerikanischen Waffeln, die waren dann hier. Wir haben auch nicht mehr so viele davon. Aber gut, dass wir die immer wieder vorrätig haben. Einmal amerikanische Waffeln. Und den Matcha-Latte. Matcha-Latte. Vanillesirup, aufgeschäumte Milch, Matcha-Pulver. Vanillesirup. Dann eine aufgeschäumte Milch. Und was war das letzte? Matcha-Pulver. Gut, hätte man sich denken können. Aufgeschäumte Milch. Bob und Matcha-Pulver. So, bitteschön die Dame. Schmecken lassen. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Weiß aber nicht, wie es genau ist. Das ist kein Eichhörnchen. Ich glaube, wie heißen die denn? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich glaube, deswegen heißt er auch Chillas Art. Chinchilla. Ein Chinchilla. Kann das sein? Ist das ein Chinchilla? Hallo, die Dame. Schwester, du bist echt süß. Kann es sein, dass du ein Model oder so bist? Danke. Nein, eigentlich nicht. Was für eine Verschwendung, entschuldige. Aber du solltest echt von deinem Style Gebrauch machen. Soll ich dich an meinen Agenten vermitteln? Gib mir deine Nummer. Sorry, ich glaube, das ist nichts für mich. Verstehe. Mir egal, wenn du es bereust. Ich nehme ein Salted Caramel Mocha, bitte. So what? So, Salted Caramel. Kaffee, oh Gott, das wird viel. Kaffee, aufgeschäumte Milch, dann machen wir den Rest. Wir machen einen Kaffee und einmal eine schöne aufgeschäumte Milch. Kommt sofort. Und dann gibt es ganz, ganz viel Sirup. Und zwar einmal Karamell. Karamell, Haselnuss, Schokoladensoße. Karamell. Haselnuss. Und Schokoladensoße. Ich meine auch die weiße Schokolade gedrückt. Bitteschön, die Zuckerbombe. Lass es dir schmecken, Model, Idol. Achso, das sind die Becher noch. Die Decke. Wie schnell die denn immer wegfahren? Wahrscheinlich durch den Zucker richtig aufgeladen. Denken sie sich so, wuh! Jetzt aber! Der hat hier Zuckermangel. Deswegen war der jetzt so schnell. Warum bist du denn oberkörperfrei? Ach, wirklich? Zieht. Ich weiß, die Musik ist nicht schlecht, aber muss man deswegen die Bedienung antanzen? Ich meine, mach ruhig. Ich glaube, die anderen Kunden gucken da auch gern zu. Ich räume währenddessen mal ein bisschen auf, ja? Kann man dann Sachen von wegwerfen? Guck mal, Sojamilch. Ich weiß nicht, warum ich immer Sojamilch mitnehme. Ja, wir können trotzdem mal fragen, ob er irgendwas möchte. Hey, hey, das ist echt heiß heute. Ich nehme einen Karamell-Chiller. Ja, ihr wisst schon. Entschuldigen Sie mich. Können Sie sich bitte was anziehen? Keine Szene machen? Kommen Sie schon. Ich bleibe nicht lange.
Wäre es nicht ein Desaster, wenn sie einen Kunden erkälten würde? Nein, das ist nicht legal. Nein, er darf sie natürlich nicht erkälten. Was? Was? Machen Sie sich Sorgen um mich? Danke. Aber es ist heiß heute. Es ist kalt draußen. Wir haben gerade 1 Grad Celsius. Trotzdem wäre es freundlich, wenn Sie Rücksicht auf die anderen Kunden nehmen würden. Nein, es ist kalt draußen. Was? Ist es im einstelligen Bereich? Überrascht mich dann, dass Ihnen das nicht aufgefallen ist. Verstehe. Ich wusste gar nicht, dass Sie das Empfinden der Menschen so unterscheiden können. Ich sollte wohl nach Hause gehen. Passen Sie auf sich aus. Chiha Cho Konominia Hanaho. TH. Keine Ahnung, was da stand. Aber warte doch deine Bestellung. Ich hätte sie dir trotzdem gemacht. Putze die Toiletten, bring den Müll raus. Stell den Müll wieder hier. Wir nehmen alles auf einmal mit. Die Hand. Warum ist die Tür hier auf? Habe ich die Tür offen gelassen? Ist voll. So. Müll ist weg. Und dann putzen wir einmal die Toiletten. Die Toiletten nach einem Jahr. Schmutzige Toilette. Wie viele Toiletten gibt's denn? Bitteschön, wie viele Toiletten gibt's denn? Wo ist denn noch einer? Hä? Wo bitteschön ist hier... Oh, hier... Gibt es noch einen Angestellten-WC? Kommen wir jetzt endlich hier hinten? Dieses... Nein? Hä? Es gab aber auch keinen Müll mehr. Wo ist denn bitteschön noch eine Toilette? Spiel? Wo ist noch eine Toilette? Ah. Das Toilettenpapier ist alle. Gut. Toilettenpapier. Halt. Wo ist denn Toilettenpapier? Und diesmal haben wir gar nicht unsere Sachen abgelegt. Wundert mich. Ah, da. Wir nehmen gleich die ganze Packung. Unsere Kunden haben oft größeren Stuhlgang. Braucht man oft eine ganze Packung. So, ich bin durch. Schon wieder Strom ausgefallen. Notfallbeleuchtung. Was ist hier denn los manchmal mit diesem... Hallo? Da. Was? Warum? Und warum habe ich denn... Bitte was? Bitte was? Eine Latte! Die kann ich inzwischen. Oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Ist auch noch ein Schulquiz hier, oder was? Wer sind Sie? Bitteschön. Nein, was? Da gibt's noch mehr. Oh Gott. Eine Latte. Nochmal eine Latte. Milch, Milch, Milch. Schnell. Der Timer läuft ja. Und da gibt's noch eine Bestellung. Scheiße. Milch. Her. So, bumm. Bitteschön. Decke. Eine Latte. Bitte was zu essen. Bitte was zu essen. Noch eine Latte. Ich mache hier gleich noch mehr drunter. Ich stehe hier gleich mehr drunter. So. Die aufgeschäumte Milch. Ein Becher. Decke. Bitteschön. Nee, es ist jetzt was anderes als eine Latte. Eine Latte und eine Latte. Aufgeschäumte Milch. Nein! Da hat der Deckel gefehlt. Konnten wir das überhaupt schaffen? Ich hätte vielleicht von Anfang an
Wenn man das weiß, dass es nur Latte gibt, kann man es vielleicht von Anfang an machen. Vielleicht war man auch kurz davor oder vielleicht kann man das auch gar nicht schaffen. Ich weiß es nicht. Bitteschön. Die letzte Latte. Kaltgetränkebecher. Kann ich ihn bitte wegwerfen? Den nehme ich auch. Komme ich jetzt. Okay. Hallo? Sehr dunkel, oder? Ich stelle mir noch ein bisschen heller. Einstellungen. Ach komm, schon mal auf 10. Kann ja nicht schaden, wenn ihr ein bisschen mehr seht. Sieht das vorher schon so aus? Wir haben ja, theoretisch haben wir auch unser Handy noch dabei. Ist hier jetzt die Tür? Ist hier immer noch abgeschlossen. Aber was ist hier denn? Huch. Sind alle oben? Ja. Hallo? Warum geht denn der Strom da nicht? Oh, ich sehe ja auch gerade. Achso. Nein, was? Hallo? Verarschst du mich jetzt? Bin ich hier gar nicht reingekonnt? Dürfen? Wo ist die Tür hier hin? Die Tür ist weg. Ach, da war die Tür. Hallo? Aber wie soll ich denn jetzt hier wieder rauskommen? Ist das so gewollt? Ist das wirklich so? Es war alles nur ein Albtraum. Es ist um 9 Uhr früh. Wir haben verschlafen. Mal wieder. Uhr. Ich nehme immer noch an, dass es die Uhrzeit ist. Und das ist der 17.12. Kann natürlich auch das Datum sein. Und ja, wir sind ein Mädchen. Und wir werden immer noch beobachtet. Das ist wahrscheinlich nicht die Uhrzeit der verschiedenen Tage, sondern wahrscheinlich dann doch die Tage. Ach, zurück in der Wohnung. Gibt's aber immer noch nichts Neues. Da kommen wir auch nicht hoch. Zum Glück haben wir keinen neuen Zettel. Wir beschleunigen das. Wir gehen sofort raus. Und jetzt liegt hier ein bisschen Schnee. Salz. Huch. La 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 la. Was ist das? Hier ist doch der Stuhl weg. Geht da jemand die Treppe rund? Achso, hallo? Was machst du da? Komisches Spiel. Aber es ist mal... Nein, ich dächte, es wäre Tag gewesen. Weil es so hell aussah, aber... Aber wenigstens funktioniert unser Auto wieder. Es wurde repariert. Wir fahren wieder zur Arbeit. Und ich weiß gar nicht, wie lange geht das Spiel. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so lang geht. Wo ist unser Auto? Hallo, wo ist unser Auto? Ist wieder ohne uns weggefahren. Ich habe mit einer Stunde gerechnet. Maximal anderthalb. Aber es sind jetzt fast schon bei anderthalb und es hat irgendwie immer noch nicht so das Ende in Sicht, habe ich das Gefühl. Sind Pais diesmal nicht auf dem Klo? Wir haben sogar Tee im Angebot. Ich muss die Kunden bedienen, die nicht da sind. Die nicht existenten Kunden. Mein Handy. Ich habe auch schon alles abgelegt. Wir haben eine Leiter jetzt endlich.
Feierabend. Ach, na gut. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr so viele Bestellungen aufnehmen. Meine Vermutungen haben also gestimmt. Das ist der Detektiv, oder? Ich bin froh, dass Sie mich kontaktiert haben. Ah. Es wird nichts bringen, die Polizei zu rufen. Die kümmern sich nicht um nichts, um sich Arbeit zu sparen. Darum gibt es Leute wie mich. Ich werde mich umsehen, ob ich was finden kann. Du wirst sterben. Sehr wahrscheinlich. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Da kommt auch schon eine Frau. Das ist komisch, ich habe bei dem Spiel ein paar Lags. Ausgelassene Frames. Obwohl jetzt... Das ist wirklich seltsam. Na gut. Ich hoffe, es stört nicht so sehr im Bild und ich hoffe, es ruckelt auch nicht so sehr. Bei OBS ruckelt sie immer mal ein bisschen in der Vorschau. Wenn es aber in der Aufnahme am Ende nicht ruckelt. Salted Caramel Macchiato ist hier einfach köstlich. Du wirst ihn lieben, Senpai. Okay, dann probiere ich es. Einen Salted Caramel Mocha. Ich nehme einen dunklen Mocha-Chip Chilappuccino. Sumi, du möchtest doch möchtest du keinen Salted Caramel Mocha? Ja, heute möchte ich mal was anderes probieren. Ich hatte heute schon einen. So ist das also. Aber ein Chilappuccino an einem Tag wie diesen? Du bist noch so jung. Weil er so lecker ist. Wir möchten die Rechnung bezahlen. Oh. Gibt es hier heute ein Fotoshooting und sowas? Schreibt in der Zeitung über das Café? Nein. Glaube nicht, warum? Was? Aber ich habe draußen jemanden gesehen, der Fotos macht. Huch. Hat er Fotos vom Café gemacht? Ja, vom Café und von Ihnen. Mist, hätte mein Make-up machen sollen. Wovon redest du? Entschuldigen Sie. Wir zahlen zusammen, die Getränke gehen auf mich. Ach, das war die... Entschuldigung, das war sie. Was, bist du dir sicher? Vielen Dank, Senpai. Ich bin in letzter Zeit gut drauf. Mein Sohn war früher ein verschlossener Mensch, aber wo er zur Schule geht, hat sich seine Laune verbessert. Dein Sohn geht in die Mittelschule, oder? Ja, ich hoffe nur, dass er nicht schikaniert wird. Ich habe keine gute Erinnerung an die Zeit, als ich in seinem Alter war. Das sind Gespräche, die könnt ihr gern privat führen, aber die müsst ihr nicht unbedingt vor mir führen. Salted Caramel und Chocolate Chip. Salted Caramel ist Kaffee und aufgeschäumte Milch. Und was war das andere? Da hier oben. Eis und Kaffee. Gut, das heißt, wir brauchen Kaffee, aufgeschäumte Milch und Eis und Kaffee. Kaffee und aufgeschäumte Milch. Und Eis. So, einmal Eis, dann kommt das hier hin, da kommt die aufgeschäumte Milch. So, wir haben Eis und Kaffee, Milch, Schokosoße, Kakaopulver, Karamellsirup, Haselnusssirup und Schokosoße. Okay, mach erstmal in einen Vergleich. Karamellsirup, Haselnusssirup und Schokosoße, oder? Schokosoße. So, das ist einmal der Salted. Bitteschön. Und der andere, das war Milch, Schokosoße und Kakaopulver. Schokosoße und Kakaopulver. Bitteschön. Ist aber auch, wenn wir erst Eis reinfüllen und dann Kaffee, schmilzt das Eis sofort. Ist das Sinn und Zweck der Sache? So, reicht für heute. Hab genug Kunden jetzt bedient. Was war das? Sind die jetzt so schnell weggedüst, dass es eine Rauchwolke gab?
Oh nein, nicht die. Oh nein. Die komische Trulla. Die fährt auch noch genau durch. Ohne Kind. Hat ihr Kind. Atmen wir so? Oder ist sie das? Das war Kaffee und aufgeschäumte Milch. Hat sie ihr Kind verloren? Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Haselnusssirup, Schokoladensirup. So, die aufgeschäumte Milch, dann Karamellsirup, Haselnusssirup, Schokoladensoße. Aber dann tut's mir leid. Oder sind wir das, die so atmet? Nein. Nein, das sind nicht wir. Gut. So. Tschüss. Ich denke, einer wird noch kommen. Ja, ein Kunde kommt noch. War es das für heute? Ich glaube, es war es auch für die Folge. So lange wollte ich heute gar nicht aufnehmen. Wie gesagt, ich dachte, es geht kürzer. Aber ich wollte es in einem Rutsch durchspielen. Hallo. Das ist seltsam. Ma'am? Oh. Entschuldigen Sie. Ich nehme das Übliche. Gleich drei Bestellungen. Süße rote Bohnen. Das Essen geht immer einfacher. Nein, die sind da unten. So viele verschiedene Getränke, die man machen muss. So, bitteschön. Salted Caramel können wir inzwischen und Karamell. Was ist das dann? Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Karamellsoße. Gut. Kaffee. Zweimal aufgeschäumte Milch. So, nochmal. Nummer 1, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Haselnusssirup, Schokoladensoße. Das ist Nummer 1 ihre Bestellung. Und der Karamell hatte nur Karamellsirup und Karamellsoße. Aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Karamellsoße. Ein Deckelchen drauf und wuppa, schmecken lassen. Hey, reparieren Sie momentan die Antenne des Ladens? Antenne? Nein, Ma'am. Warum? Da war jemand auf dem Dach? Was? Es sollte sich hier mehr auf dem Dach befinden. Das könnte der Detektiv leihen. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. War vielleicht nur meine Einbildung. Wie dem auch sei, mein Getränk, bitte. Was, du hast doch schon. Wären Sie uns bald wieder. Benutzt die Leiter, um das Dach zu überprüfen. Deswegen hatten wir plötzlich eine Leiter hier. Und wo muss ich die ranstellen? Hier vielleicht? Leiter platzieren. Sogar mit Schatten. Hochklettern? Ja. Ich hätte mich ja davor trotzdem gern bewaffnet, aber gut. Warum ist hier auf? Bitte mach hier zu. Was? Runtergehen? Nein. Lass mich doch erstmal gucken. Kann ich springen? Also ich wollte hier rauf springen.
Nicht das, was ihr wieder denkt. Oh, kommen wir jetzt in diesen komischen Raum, der immer abgeschlossen ist? Komischer Lager. Oh, das kennen wir aus dem... aus dieser einen Zwischensequenz. Ich muss das Kaffee schließen. Schließe das Kaffee. 16 Stück? Was? Was? Schnell! 16? Tür aufschließen. Ah. Schließe das Kaffee. Was? Mit dem Scanner? Ach so. Warum müssen wir jetzt alles mitnehmen? Das verstehe ich jetzt nicht. Räumen die das sozusagen immer wieder raus? Und was mache ich damit? Kann ich jetzt einfach alles mitnehmen? Geld nehmen? Ja, und jetzt? Ah, Geld zählen. 1 von 16, was? Das war alles? Wo muss ich denn das Gepäck hin? Altes Gepäck. Ach so, das muss ich weghauen. Echt? Das haut ja alles weg. Was mache ich denn eigentlich hiermit? Barcode-Scanner. Was muss ich denn machen? Gib mir doch erstmal eine Info, was ich genau machen muss, bevor ich jetzt hier alles weghau. Ach Gott, wirklich? Muss ich jetzt... Oh Gott, das muss ich wirklich... Kann ich nicht den Barcode-Scanner irgendwo, damit er nicht immer wieder dort auftaucht? Hätte ich mir alles mit nach Hause mitgenommen. So schlecht kann es ja noch gar nicht sein. So, und die Barcode-Scanner, was mache ich jetzt hier mit? Was mache ich denn mit dem Barcode-Scanner? Und wo ist der Detective? Halt, da war doch gerade was. So, das ist die Tür. Nein! Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Scanner machen soll. Aber wir closen hier mal. Das geht auch nicht. Ich muss, also ich war, achso, ich muss irgendwas ein... Oh Gott. Produkte zählen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da auch... dass wir auch sowas verkauft haben. Hallo, auch hier wieder so ein kurzer Cut. Und jetzt wird's richtig spannend. Wir haben nur noch diesen Barcode gescannt, da waren wir hier kurz fertig. Und danach können wir das Schild auf Closed setzen. Und was danach passiert, erfahren wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, denn ich glaube, es wird auch die letzte Folge. Und es ist die Frage, ob wir unserem Stalker entkommen oder nicht. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin. Ciao.